Ja, Freunde, ich hoffe, ihr habt euch gut erholt, entweder vom letzten Video oder beim letzten Video, wie auch immer, jeder mag seine Variante gefunden haben. Willkommen bei Sams Channel. Ja, weiter geht's, war ja zu erwarten, mit der Kompressionsmessung, oder? Ich habe hier gerade die Batterie am Ladegerät. Ich habe mal den alten Anlasser das alte Anlasserrelais von der CBL 100, der habe ich ja, mein Anlasserrelais, welches für diesen Testaufbau normalerweise letzten Jahre hergehalten hat. Dieses in Anführungsstrichen neue Anlasserrelais habe ich ja der CBL 100 spendiert und das CBL 100 Anlasserrelais habe ich jetzt hier montiert. Das lebt jetzt also hier an dieser Stelle und die Batterie lädt. Der Motor ist auch nicht weggelaufen, obwohl er nicht festgebunden ist. Das nächste Mal, wenn ich so eine Operation vorhabe, werde ich ihn an der Hebebühne festzurren. Ja, auf die Idee bin ich auch zu spät gekommen. Einige von euch haben es ja auch geschrieben, hätte es ihn doch festgezurrt. Ja, hätte ich machen können, dann wäre es vielleicht, hätte es vielleicht ein bisschen weniger gefährlich ausgesehen, aber sei es drum. Ist ja alles gut gegangen. Ja, inzwischen habe ich auch ein ganz kleines bisschen Öl gefunden im Guckloch. In dieser Stellung, wie er jetzt steht, zeigt ein bisschen was an. Einige von euch haben geschrieben, wo ist denn das Öl? Man sieht überhaupt kein Öl im Guckloch. Ist richtig, man sieht auch keins, oder man sah keins. Inzwischen ist ein bisschen was da, zeige ich euch aber gleich. Ich will hier gerade mal kurz diese Densos ausbauen. Schwer. Der war schon draußen. Der geht leicht und der hier. Ja, die Batterie ist voll, das ist schön. Jemand aus dem Zuschauerraum war so freundlich, hat mir angeboten, ein neues Ritzel zu schenken und auch einen Kupplungszug. Und ich glaube, ein Heck, also ein Kettenrad war auch dabei. Das ist diese kleine Schlauchklemme, die ich noch verloren habe beim Durchziehen des Schlauchs. Die habe ich natürlich inzwischen auch gefunden. Das nur zur Ergänzung. Das sind die Zündspulen. Ich sehe sowas, nicht das erste Mal, kann man jetzt nicht sagen. Ich weiß, dass es sowas gibt, aber bei meinen Motorrädern oder den Motorrädern, die hier so zur Reparatur waren im Laufe der letzten Jahre, war sowas noch nicht verbaut, sondern immer noch irgendwelches anderes Zeug. Die normalen Zündkerzenstecker halt aber hier. Ich hoffe, dass der Zündkerzenschlüssel, den ich für die CBF 1000 immer benutze, auch hier passt. Aber sieht gut aus. Ja, normalerweise bläst man oder saugt man diese... Ja, das mache ich. Ja, das sind die Kerzen in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4. Und so sehen die Dinger also aus. Die haben also so eine Art, ja, doppelte Masse-Elektrode. So, jetzt schauen wir mal, wie die Elektroden aussehen. Man sieht also an den Masse-Elektroden, dass da mal ein bisschen was abgesprungen ist. Ein kleiner Materialabtrag in der Mittelelektrode, ja, auch ein bisschen. Das ist jetzt die von Nummer 4, aber ansonsten würde ich sagen, alles soweit im relativ grünen Bereich. Die sind also nicht übermäßig verschlissen, die Zündkerzen. Ich habe schon mal welche gesehen, die haben sogar 4 Masse-Elektroden. Bei Autoschrauberfilmen habe ich das mal gesehen. Bei Motorrädern dieser Art habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, aber na, warum nicht? Das ist die Kerze der Elektrode, Quatsch. Die Kerze des Zylinders Nummer 3, die sieht ein bisschen verölter aus. Naja, gut. Sei es drum, würde ich sagen. Zum Glück habe ich doch den passenden Adapter für den Kompressionstest, wie es aussieht. Den Minuspol mache ich hier fest, wo er auch fest war. Ich habe sogar eine rote Plusleitung bemüht. Man stelle sich vor.
Ich wollte euch aber vorher noch mal kurz den Ölstand zeigen, weil der ja lange nicht zu sehen war. Jetzt ist ein bisschen was da. Ist so knapp unter der Hälfte, würde ich sagen. Ist okay. Ich weiß nicht, ob der Motor jetzt genau gerade steht oder nicht. Sei es drum. Ja, die Uhr steht auf dem Kopf. Kann halt mal passieren. Naja. Das war so 70 bis 80. Das ist jetzt nicht besonders gut, muss ich sagen. Es kommt ja auch erstmal nur auf den Vergleich an. Das ist jetzt Zehner Nummer 2. Es liegt vielleicht die Frage nahe, hast du auch Vollgas gegeben? Ja, ich habe Vollgas gegeben. So, das ist jetzt Nummer 3. Vielleicht ist der Anlasser jetzt schon wieder mit dieser Batterie zu weak. Auch wenn ich inzwischen glaube, dass meine Batterie wahrscheinlich schlecht ist, der Vollständigkeit halber mal die Nummer 4. Nee, Nummer 4 arbeitet. Aha, okay. Da kommen wir knapp auf 60. Okay. Das wäre jetzt zur Verifikation die Wiederholung von Nummer 1. Die Batterie ist schon ein bisschen schwächer geworden, aber dass 2 und 3 überhaupt nichts gemacht haben, lag offensichtlich nicht an der Batterie. Wir haben also auf 1 und 4 haben wir ein bisschen Kompression, um es mal so zu sagen, und auf 2 und 3 haben wir eigentlich gar nichts. So sieht es aus. Ich habe zwischendrin nicht geladen, ich habe nichts gemacht und es sieht genau so aus. Also, ja, gut. Ja, ich habe 2 und 3 gerade nochmal gemacht ohne euch, aber es ist genauso geblieben, wie sich es eben dargestellt hat. Ob das jetzt nur mit Zylinderkopfdichtung zu erklären ist, ist auch nicht. Ich will als nächstes mal das Öl sehen. Zu diesem Zweck muss der Scherenheber weg. Und genau genommen will ich auch die Ölwanne loswerden. Wir haben hier eine 13er Ölablassschraube. Schwarz wie die Nacht. Ja, da kommt jetzt nicht so in riesigen Schwallen, weil das Ding, das Zeug ist ja eiskalt. Hier in der Garage. 9, 10 Grad. Ja. Heizung läuft schon eine Zeit lang, aber davon hat der Motor wahrscheinlich nicht viel gemerkt. Deshalb fließt es schön langsam. Das ist der große Vorteil. Aber das Öl ist vom Geruch her eigentlich völlig okay. Es riecht wie Öl, es riecht nicht nach Benzin, es sieht nicht aus, als hätte es Kühlwasser geschluckt, sondern es ist dunkel, verbraucht, aber ansonsten in Ordnung. Ja, es riecht auch verbraucht, es riecht ein bisschen wie altes Kabel. Aber es ist ja normal, es ist wahrscheinlich auch altes Öl. Währenddessen können wir den Schweif mal blicken lassen Richtung magnetische Ablassschraube. Ist jetzt nichts Pathologisches. Ein bisschen Abrieb ist natürlich da. Ein paar Nadeln haben wir auch eben schon gesehen, aber ein bisschen Klärschlamm einfach. Deshalb muss man sich jetzt, denke ich, wenig Sorgen machen. Aber wir schauen ja gleich in die Ölwanne rein. Ja, hier kommt der Lichtmaschinenanschluss raus. Das sind die 3 gelben Drähte, die man immer hat beim Lichtmaschinenanschluss. Hier unten ist der Gangsensor. Das geht in diesen einen etwas größeren Stecker, den ich ja schon gezeigt habe. Auf der anderen Seite geht ja auch noch was rein. Nein, falsch, dass das von der anderen Seite kommt, geht woanders rein. Hier kommt nur der Sensor hier oben, der möglicherweise dann doch der Nockenwellen- oder Temperatursensor ist. Könnte auch sein, dass es noch ein Kühlmitteltemperatursensor ist. Ich habe immer noch nicht geguckt und wie gesagt, hier kommt dann der Leerlaufschalter noch rein. Hier haben wir noch diesen kleinen dreipoligen Stecker. Dieser dreipolige Stecker nimmt diese 3 Pins auf. Hier kommen 2 Stück von dem Pickup, von der Kurbelwelle, Kurbelwellenpositionssensor. Und der letzte, der kommt hier von dem Öldrucksensor hier unten. Öldruckschaltersensor kann man dazu ja gar nicht sagen, ist ja nur ein Schalter. Ja, damit wären wir hier
mit dem kleinen Motorkabelbäumchen schon fertig. Wie einfach. So, jetzt kommt noch der Ölfilter weg. Dem Motor sei Auslauf gegönnt. Ja, während das tropft, mache ich hier noch ein bisschen sauber. Wie sieht es hier aus? Getriebe. Ausgangswelle. Top spielfrei. Simmering furztrocken. Also hier ist alles super. Ich habe schon viel Schlimmeres erlebt. Naja, ihr müsst mir nicht beim Rauskratzen zuschauen. Ich habe ein bisschen mit Lampenöl gearbeitet. Das stinkt nicht so furchtbar wie Diesel. Und ich denke, so kann es auch erstmal bleiben. So, ich mache die Ölwanne jetzt mal ab. Das sind so gefühlt 100 winzige Schräubchen. Achte. Identische gleich lange Schrauben, wie es aussieht. Die kommen dann irgendwann ins Ultraschall. Die Ölwanne hat also an einigen Stellen Zapfen angegossen, hinten, vorne, rechts, links. Das heißt, nee, vorne nicht, nur hinten, rechts und links. So, jetzt hoffe ich, dass ich das Öl, was vielleicht noch kommt, ganz gut auffangen kann und nicht so eine riesige Sauerei kriege. Hoch. Ja, es ist so gut wie nichts passiert, 3 Tropfen. Das haben wir hier noch. Das werde ich jetzt gleich ausleeren. Sehr schön, mich wundert nur gerade. Ich habe doch das Gefühl gehabt, eine Dichtung gesehen zu haben. Hängt die jetzt am Motorblock? Kann natürlich sein, sehen wir gleich. Egal. Mir ist es sowieso eigentlich am liebsten, wenn das ganze Zeug mit Silikon eingedichtet ist. Weil dann braucht man keine unpassende Dichtung zu kaufen. Dann muss ich dann nicht damit rumeiern. Aber hier oben ist noch eine Dichtung. Okay, die muss da noch. Jetzt machen wir das erstmal so. Ja, hier lässt das Moped einen raushängen. Ist. Keine Ahnung. Das ist der Pickup. Wow, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was mich hier gewundert hat, ist hier dieses Gebrösel. Hier ist noch ein bisschen Aluminium, Angussmaterial. Das ist ganz einfach vom Fräsen des Gehäuses irgendwie übrig geblieben, hat dann da dran gehangen hier am Gewinde, dass nichts Gefährliches. Das ist der Öldruckregler, schön klein, schön niedlich. Das kennen wir ja, haben wir schon oft genug zerlegt. Gefühlte 100 Mal, da ist nur ein Kolben und eine Feder drin. Wenn man hier keinen Fehler erwartet, dann kann man das gerade so zusammenlassen. Der Schlauch hat hier unten drin eine Festhalteklammer, also eine Schlauchschelle. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil da kommt man von dieser Position im Spiegel gerade schlecht dran. So, nachdem meine Gefäße leer gelaufen sind, werde ich den Motor also erstmal auf den Rücken legen, damit ich diesen Schlauch abmachen kann. Ja, der Pickup hat für diese extrem saubere Ölwanne extrem viel Dreck gepickt, muss ich sagen. Erstaunlich viel. Weiß gar nicht, ob der aufgeht. Üblicherweise gehen die nicht auf. Gucken, ob ich irgendwie rauspulen kann, was da drin residiert. Ja, das war jetzt nicht so schlimm. Es sind zwar auch ein paar Metallstückchen dabei, aber wenn man sich überlegt, wie schlecht so ein Motor bei der Produktion entgratet wird, wundert einen das eigentlich nicht. Also ist das nicht weiter schlimm. Ich brauche noch ein Gefäß. Genau. So war es im Prinzip fast geklappt. Ja, und während das hier austropft, hallo Computer, können wir hier nochmal reingucken, was wir hier sehen. Wir haben hier die Kurbelwelle, hier haben wir die Schaltwelle, die Schaltwalze. Das Getriebe sehen wir momentan hier hinter der Schaltwalze. Aber das sehe ich alles besser, wenn das mal irgendwann liegt. Hier ging es erstmal darum, diesen Schlauch hier rauszumachen. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann, aber wahrscheinlich eher nicht. Das Interessante ist, wahrscheinlich, wie sie es darstellt, geht dieses
Rohr bis hoch zur Kurbelwellenbelüftung. Vielleicht kann man das auch einfach nach innen drücken. Das wäre natürlich noch besser. Dann bräuchte ich es gar nicht abmachen. Dann drücke ich es einfach nach innen. Na, guter Trick. Versuchen wir das mal gemeinsam. Irgendwo da reindrücken. So. Verstauen. Da muss ich diese Klammer da ganz oben nicht abmachen. Das wäre nämlich ein bisschen unpraktisch gewesen. So, hier haben wir noch ein paar Ölleitungen. Und jetzt kann er aber erstmal auf seinem Boden stehen. Das ist auch schon was wert. Und darum ging es ja letztendlich bei der Aktion. Mal gucken, wie die Dichtung abgeht. Kann ich auch gleich mal probieren. So, Platte putzen, aufräumen, dann darf er wieder auf die Füße. So, time to move. Ja, mein Freund, warum hast du keine Kompression? Ja, der Motor hat vorne im Bereich der Ventildeckeldichtung etwas geschwitzt, deshalb hat er so viel Dreck eingefangen. Ja, was ist bisher zu sagen? Mit der schlechten Kompression ist schade. Aber dafür mache ich ja den Zylinderkopf auch ab. Das Problem wird sich zeigen und lösen lassen. Die Ölwanne und Pickup und alles war ja, für knapp 50.000 Kilometer völlig normal. Kein Problem. Das Öl war nicht irgendwie mit irgendwelchem Schrott kontaminiert, weder mit Sprit noch mit Wasser. Fand ich jetzt eigentlich völlig okay. Also, die ganzen Schrauben, die tue ich mal ins Ultraschall vermutlich. Ja, wir sehen hier X in Kawasaki-Zeichen. Die Beschriftung geht Richtung Steuerkette, kann man sich gut merken. Und man kann sie so lesen, wenn man auf dem Motorrad sitzt und fahren würde, würde man es lesen können. Da ich jetzt vor dem Motorrad stehe, steht alles auf dem Kopf. Okay. Das ist eigentlich alles in Ordnung. Jetzt müsste ich nur gucken. Von wo aus ich auf die Kurbelwelle komme, ob ich die von rechts oder von links drehen kann, wo die Markierung ist. Aber ich denke, die Markierung ist auf der rechten Seite, wo auch der Pickup ist. Ich würde nämlich gerne mal an der Kurbelwelle drehen. Und das bereite ich jetzt mal vor. Ja, die Ölwanne, ob ich eine Dichtung kaufe oder ob ich das gleich mit Silikon mache. Wahrscheinlich mache ich es gleich mit Silikon. Oh Gott. Ja, diese Schraube, und die ging es mir gerade, die ist breit geschliffen, aufgrund eines Sturzes wahrscheinlich. Der Sturz, der auch hier das Kupplungsgehäuse beschädigt hat. So. Aber die ist nicht so kaputt, dass man sie nicht wieder hinkriegt. Ich feile das wieder in Ordnung und dann kann man die weiter benutzen. Die ist auch so lang, sind alle gleich lang, ist aber praktisch. Hier hängt ein kleiner Kabelhalter dazwischen oder dran. Das ist der, der dieses Kabel hält, was hier aus diesem Dings hier rauskommt, aus diesem Gehäuseteil, und hier hängt auch noch ein Kabelhalter. Das heißt, die beiden oberen haben diesen Kabelhalter. So. Die Schrauben sind alle gleich lang.
Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt echt damit gerechnet, dass da wenigstens irgendwo noch ein Passstift ist, aber da ist keiner. Aber dafür ist hier eine ganz normale Gummidichtung drin, eine ganz normale eingelegte Gummidichtung. Die ist, war jetzt nicht mehr so perfekt, aber ein bisschen platt gedrückt, aber toll. Jetzt werde ich es noch schön weich, vielleicht kann man die sogar weiter. Ja, und dem Deckel ist nichts passiert beim Runterfallen, zumindest nichts, was ihm schon vorher nicht passiert wäre. Genau, und hier ist im Prinzip das, was ich erhofft habe, nämlich irgendwelche Timing-Markierungen. Das ist hier ist der Pickup, der Kurbelwellensensor. Genau, ich kann euch das auch mal von vorne zeigen. Hier ist noch ein bisschen Öl drin. Das ist der Kurbelwellensensor, der zählt hier auf diesem Rad. Genau. Und der hat hier eine kleine Lücke, damit das Steuergerät nicht nur die Drehzahl kennt, sondern auch die Stellung der Kurbelwelle. Und falls das Ding da wirklich einen Nockenwellensensor haben sollte, dann könnte das Steuergerät sogar wissen, welcher Zylinder gerade zünden muss. Ah, das könnte natürlich sein, dass der aufgrund dessen, dass der Einzelzündkerzen hat, ein Einzelzündspulen hat, gar kein Wasted Spark System machen muss, sondern dass der wirklich einzeln zündet und deshalb hat er einen Nockenwellensensor, obwohl das für die Einspritzung, da er keine hat, gar nicht notwendig ist. Ah ja, das jetzt wird sich das erklären. Gut, und hier haben wir die Timing-Markierung drauf. In diese Richtung dreht sich die Kurbelwelle. Die Kurbelwelle dreht sich in der Regel in die Richtung, wie sich auch die Räder drehen. Das ist also hier auch so. Gibt Ausnahmen, aber bei den normalen Motoren, so wie diesem, ist das so. Ja, jetzt gucke ich mal gerade, ob ich irgendwo eine Markierung finde am Gehäuse. Finde ich jetzt so auf Anhieb nicht. Hier haben wir Fire und Top Dead Center für 2 und 3. Hier haben wir Fire und Top Dead Center, also obere Totpunkt für 1 und 4. Also die Beschriftungen sind schon klar. Aber ich muss mal gucken, dass ich irgendwo eine Markierung finde, auf die Beschriftung weisen soll. Gucke ich mal gerade, zeige ich euch gleich, wenn ich es gefunden habe. Ich glaube, ich weiß es jetzt, aber ich mache mal gerade die Ventildeckeldichtung ab. Die muss ich hier ab. Ah ja, sehr gut, passt. Okay, ich zeige euch das gerade. So, als erstes zeige ich euch, worauf ihr nicht achten dürft, nämlich auf das X, weil das ist die In-Welle logischerweise und das In, weil das ist die X-Welle. Das ist nur so beschriftet, damit man dieses Rad auch dort montieren kann und dieses Rad auch dort, damit man die in der Fertigung im Prinzip die Auswahl hat und nicht verschiedene Räder fertigen muss. So, und wir haben hier ein X auf der X-Welle stehen und dieses X auf der X-Welle steht hier und muss, wie bei allen Vierzylindermotoren oder bei allen generell, meistens so, dass also das genau hier mit dieser Kante fluchten muss. Das ist hier auch so. Also das X auf der X-Welle muss mit dieser Kante fluchten und das In auf der In-Welle muss mit dieser Kante hier fluchten und diese falschen Bezeichnungen, die nicht zu der Welle gehören, werden ignoriert. So, und wenn das der Fall ist, dann ist Zylinder Nummer 4 in diesem Fall, könnte auch 1 sein, das ist egal, kann man machen, wie man will, aber in dem Fall ist Zylinder Nummer 4 in Top Dead Center, das heißt im oberen Totpunkt, im T, und der Zylinder Nummer 1 ist in der Überschneidung, das heißt hier bei Nummer 4 haben die Nockenwellen jetzt, die Nocken jetzt Katzenohrenstellung. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Nämlich so. Also die Ventile sind zu und bei Zylinder Nummer 1 sind sie jetzt gerade im Aufgehen, ja, in der Überschneidung. Genau, so sieht es also aus. Und wenn dem so ist und dem so ist, und jetzt fahren wir die Hebebühne wieder hoch. Ja, wenn das genau so ist, wie ich es oben gezeigt habe, dann ist T, also Top Dead Center, oberer Totpunkt von 1 und 4, ist genau auf der Trennlinie des Gehäuses. Die Trennlinie des Gehäuses, also genau dieser Punkt, ist also das, was letztendlich die Markierung am Gehäuse darstellt.
Das heißt, dieser Strich ist genau mit diesem Strich, wenn oben die Nockenwellen entsprechend die Markierung mit dem Gehäuse fluchten. Also genauso, wie es bei allen anderen Motoren auch ist. Gut, gut zu wissen. Gut, dass wir es dokumentiert haben. Jetzt kann man es zerlegen und findet immer wieder, wie es zusammengehört. Ja, und hier haben wir eine 17er Nuss, mit der man im Uhrzeigersinn drehen kann. Und bevor ich irgendwas zerlege, will ich jetzt mal gucken, wie es mit dem Ventilspiel aussieht. Ich werde jetzt also mal kurz alle Zylinder auf Top stellen, auf den Verbrennungstakt und werde mal mit einer Schieblehre reingehen kurz. Ich will das Ventilspiel jetzt nicht genau messen, sondern nur mal gucken, ob es vielleicht irgendwo zu eng geworden ist. Weil wenn wir keine Kompression haben, kann natürlich sein, dass das Ventilspiel irgendwo schon so eng ist, dass der Nockenrücken schon irgendwie drauf drückt und es deshalb dann abgeblasen hat. Das will ich nochmal kurz verifizieren. So, ich habe jetzt mal ein 0,15er Blatt und gucke mal, ob ich das hier durchkriege. Das geht sehr leicht. Alles bestens, relativ viel Spiel. 0,15er passt durch, ich weiß jetzt nicht, wie die Toleranz ist. Das ist erstmal egal. Das heißt, es ist eigentlich nicht egal. Wenn ich es genau messe, dann kann ich gucken, ob ich irgendwelche Shims wechseln muss. So, ich habe mal das Ventilspiel gemessen von diesem Motor, richtig genau gemessen. Und das Ergebnis seht ihr also hier. Hier seht ihr auch die Toleranzen oder den Toleranzbereich. Ist also alles bis auf einen Punkt im grünen Bereich, allerdings nicht in der Mitte des grünen Bereichs zum Teil. Das werde ich natürlich alles korrigieren, das ist natürlich klar. Ja, aber ansonsten nichts Schlimmes. So, ich nehme diese Dinger hier gerade mal weg. Die brauchen wir jetzt nicht. Das sind so Dichtungen, oder? Ja. Im Prinzip sind es Dichtungen. Na, ich mache die mal sauber, da gucken wir mal, in welchem Zustand sie sind. So, ich nehme jetzt mal den Steuerkettenspanner raus zum Ausbau der Nockenwellen. Der ist beknädig. Das ist schön. Ich weiß gar nicht, ob der auch nach diesem Kreiselprinzip geht, wie bei Honda auch, oder wie auch immer. Eigentlich hätte ich erwartet, dass er schon längst kommt. Da ist er ja auch. Ah, okay. Das ist so ein Teil. Ganz nett mit so einem Ratschmechanismus. Gut. So, ich drehe das mal ein bisschen in meine Richtung. Das Werkstatthandbuch zu diesem Motorrad ist ganz hervorragend, muss ich sagen. Es ist sehr detailliert. Es zeigt wirklich alles, was man braucht. Das Einzige, was es nicht zeigt, ist die Reihenfolge, in der man diese Schrauben hier öffnen soll. Wenn man keine Reihenfolge findet, dann macht man es halt gleichmäßig, weil es sind natürlich logischerweise einige Nocken, die jetzt auf ihren Tassenstößeln aufliegen, die Ventilfedern gedrückt haben und raus wollen und Gegendruck machen. Das heißt, man muss jetzt, um das nicht zu verkanten, möglichst gleichermaßen das Ganze hochziehen, hochlassen und dann geht's schon. Ja, bei Honda hat man eine Reihenfolge, die ist ganz nett. Hier hat man das nicht. Dafür stehen hier die chemischen Formeln im Werkstatthandbuch, nach welchen der Katalysator katalysiert. Fand ich cool. Okay, dann fangen wir mal an. Das brauchen wir jetzt 10er, glaube ich. Ne? Ja, ich habe also jetzt den Motor hier auf OT gestellt. Also 1 und 4 ist auf OT. Ich mache mal eine kleine Verlängerung rein, dann ratsche ich mit meinem Finger nicht so da drüber. Erstmal eine Viertel bis halbe Umdrehung, damit wir sicher sind, dass alles überhaupt aufgeht und nicht der Effekt eintritt, dass wir dann die halben Gewinde mit Helicoils wieder vollsetzen müssen, wie bei der Honda. Aber es fühlt sich alles sehr gut an. Ob hier jemals Ventilspielkontrolle gemacht worden ist, weiß ich nicht. Eins ist, wie gesagt, völlig daneben gewesen. Habe ich ja im
Video, also im Schaubild rot gekennzeichnet, müsste man also gesehen haben. Ja, die oberen Nockenwellenlagerböcke sind hier alle am Stück. Das ist, ja, egal. Honda macht es zum Teil. Bei den CBF 600 Modellen zum Beispiel ist es auch am Stück. Bei den CBF 1000 Modellen haben wir zwei Teile. Also insgesamt vier Teile. Macht jeder immer ein bisschen anders, aber das ist eigentlich egal. Die etwas kürzeren, einzelneren sind vielleicht ein bisschen besser, was die Verkantung angeht, die Verkantungsgefahr. Man verkantet natürlich ein kürzeres Stück weniger leicht, oder bricht es sogar in der Mitte durch, weil es verkantet ist, als ein langes Stück. Aber wirklich Sorgen mache ich mir deshalb nicht. So. Ja, jetzt nicht den Kurbelgehäuseschacht fallen lassen. Das wäre blöd. Obwohl, man kommt ganz gut hin, glaube ich. So, das ist das. Alle anderen sind wahrscheinlich gleich lang. Warum die hier heller sind als alle anderen, weiß ich nicht. Ah, die sind länger. Die ist länger und die ist länger, kann das sein? Ja, die beiden etwas helleren waren gleich lang, etwas länger, und hier hinten haben wir nochmal helle. Die sind auch etwas länger und die etwas längeren sind mit so einem Dreieck gekennzeichnet. Also hier ist ein Dreieck, hier ist ein Dreieck, hier ist ein Dreieck, hier ist ein Dreieck. Okay, das heißt, das sind die langen. Gut, dann haben wir das. Und die ohne Dreieck sind alle etwas kürzer. Die habe ich vergessen. Komm her. So. Warum die jetzt unterschiedliche Längen haben, erschließt sich mir jetzt noch nicht, aber vielleicht erfahren wir es ja noch. Okay. Das ist schon mal ganz nett. Hier ist der Öleinspeisering, diese Vertiefung. Hier an dieser Stelle, an dieser Nut, hat die Nockenwelle ihre Verschiebung, ihre Längsarretierung. Und hier ist es genauso. Schön gemacht. Das Thrust Bearing. So, jetzt kann man es hier hoch tun. Steuerkette wird gleich reinfallen, das macht aber nichts. Ja, Tassenstößel. Schöne Tassenstößel. Sieht gut aus. Sieht alles sehr gut aus. Alles beweglich, klemmt nichts, prima. Interessant ist, dass die Lagerstellen hier unterbrochen sind. Also da ist einer mit einem Fräser mal durchgegangen, wie es aussieht. An dieser Stelle gibt es also eine. Ups. An dieser Stelle gibt es also eine Unterbrechung der Lagerstelle. Das ist bei fast allen, außer bei den vorderen. Hier ist es nicht. Und hier hinten ist die Unterbrechung sogar noch ein bisschen größer. Diese Dinger hier sind Passstifte, deshalb sichere ich die jetzt mal, bevor sie abtrünnig gehen. Die wollen nicht so gerne. Es dreht sich schon, das Ding, aber es geht nicht raus. Versuchen wir es mal mit sanftem Nachdruck. Na also. Dann haben wir hier noch einen Passstift. Genau, und hier ist noch einer. Dann haben wir drei, dann würde ich noch einen vierten irgendwo erwarten. Nee, doch, der ist rausgefallen hier. Da sind sie. Eins, zwei, drei, vier Passstifte an der Stelle. Das ist praktisch, das ist nicht so viel. Die Nockenwellen selbst sind natürlich mit In- und Ex gekennzeichnet. Das ist schön. Die sind wie immer beidseitig verstöpselt.
kriegen hier über diese Nut kriegen die ihr Öl, über diese Vertiefung, das ist deshalb vertieft, habe ich ja schon oft genug gesagt, damit dieses Loch immer Öl kriegen kann. Das heißt, ständig wird da über diese Vertiefung Öldruck reingepumpt und kann dann überall, wo es halt sein muss, hier an diesen Lagerstellen, kann das raus, manchmal auch auf der Rückseite der Nocken, aber hier ist es nicht so. Die Nocken an sich werden nicht geschmiert, sondern es werden nur die Lagerstellen geschmiert. Habe auch schon gesehen, dass die Rückseiten der Nocken Löcher haben, aber hier ist das nicht der Fall. Okay. Nockenwellen und ihre Lager sehen ziemlich gut aus. Normal für knapp 50.000 Kilometer ist nichts kaputt, ist es nichts übermäßig verschlissen. Man sieht natürlich an der einen oder anderen Stelle eine Spur, aber das ist wirklich nur optisch. Hier haben wir gerade was. Hier ist ein kleiner Lunker im Metall, aber das war vorher schon. Das ist durch einen Gießprozess passiert, denke ich mal. Das ist nichts Schlimmes. Das ist ganz normal. Die Nocken sind prima. Es gibt auch an den Kanten keine Einlaufspuren. Also die sind exzellent, würde ich sagen. Die Gegenlager sehen genauso aus. Nichts, worüber man sich sorgen müsste. Ich sauge hier mal ein bisschen Öl aus diesen Taschen da raus. So, jetzt kommt mein Vierzylinder-Sortierkasten wieder zum Tragen. Die meisten von euch dürfen ihn kennen. In 1.1, da fangen wir mal Öl an. Dicke Finger. Meine Zählweise ist immer so, dass ich bei Zylinder 1 anfange und der erste ist halt 1. Und hier sitzt der Schimm drin. Das ist ganz schön. Den hole ich mal gerade raus, damit man mal sieht. Komm her. Das sind also zum Glück die gleichen 7,5 mm Durchmesser Schimms, die auch Honda verwendet. Die habe ich in der Regel da, aber die kommen mir relativ dick vor im Vergleich zu den Honda Schimms. Aber ich werde die ganzen Tassenstößel jetzt ausbauen, einsortieren und die ganzen Schimms mit der Mikrometerschraube messen, in die Excel-Tabelle eintragen und dann kriege ich auch gleich den Korrekturwert ausgerechnet und den neuen Schimm, den ich brauche. Und dann kann ich gucken, ob ich den habe. Beim Zusammenbau kommt das zwar erst dann zum Tragen, aber ich mache das jetzt schon, damit ich die ganzen Werte habe. Das ist der Schimm 1 in 1.1. Mal gucken, wo wir da hinkommen. 3,106. Okay. Ja, und das mache ich jetzt 16 Mal. Ne, noch 15 Mal. So, das ist also das amtliche Endergebnis der Schimms, der gemessen und des Ventilspiels. Und hier in der unteren Tabelle, also hier kann man sehen, welche Schimms jetzt rein müssten, um die Toleranz auf 0 zu bringen. Und ich gucke dann, was ich habe, was ich in der Nähe habe. Ich habe hunderte von diesen Schimms und naja, ich werde was finden, denke ich mal. Okay, so, jetzt erstmal alles verstaut. Die Buckets, also die Tassenstößel, habe ich jetzt noch nicht gemessen, aber die sehen alle super gut aus, dass ich davon ausgehe, dass die völlig in Ordnung sind. Bevor ich den Zylinderkopf abmache, was hoffentlich nicht so schwer geht, mache ich hier erst noch mal ein bisschen was an Schläuchen ab. Das hier ist das Peersystem, der Vakuumschlauch. Der wird jetzt auf der kommt von beiden Zylindern, weil es liegt daran, dass die um 360 Grad verschoben sind in ihrem Arbeitstakt. Das heißt, wenn einer gerade saugt, ist der andere gerade am Ausstoßen und so. Und das hat den Vorteil, dass der Unterdruck nie aufhört, weil einer saugt dann immer von den beiden. Das heißt, der Unterdruck ist konstanter, wenn man den von beiden Zylindern holt, wenn die um 180 Grad Kurbelwelle verschoben sind. Genau. Das hier ist ein Anschluss, der hier am Thermostat hängt. Das lasse ich mal dran. Ich mache nur das Thermostat komplett ab. So ist zumindest jetzt für den Moment mein Plan. Das müsste gehen. Ja, ich versuche das mal.
Ja, man muss sich das Thermostat immer angucken, weil man hat ja bei meiner CB1300, die ich verkauft habe, die schwarze, gesehen, wie das nach einiger Zeit aussieht. Die hatte zwar noch nicht die Kilometer, die hatte zwar noch mehr Kilometer als die, aber war ein bisschen jünger. Also es kann schon durchaus sein, dass da ziemlich viel Junk da drin hängt im Thermostat. Und bei der CB1300 war ich froh, dass ich es aufgemacht habe. Und hier sehen wir gleich mal. So. Die sind alle gleich lang, das ist schon mal schön. Nee, hier ist kein Junk drin, ist alles gut. Vielleicht ist hier ein bisschen Junk, ja, hier ist ein bisschen Fett, irgendwelches Zeug. Aha, also. Klar, kann man mal, sollte man mal drüber wischen hier. Da ist so, ja doch, ja, ich. Der Kopf muss sowieso durchgespült werden, das ist ganz klar. Und dementsprechend ist das für den Moment sowieso keine Frage, ob man das rausmacht oder nicht, selbstverständlich. Und man merkt hier auch gleich dieser Sludge. Keine Ahnung, was das ist, aber es hat meiner Meinung nach was mit dem zu tun, was da im Kühlmittel da so ein bisschen komisch ausgesehen hat. Meiner Meinung nach hat das damit was zu tun. Okay, das heißt, jetzt mache ich das hier noch ab. Das kann eigentlich bleiben, weil es ist der Zylinder und nicht der Kopf. Das hier ist der Anschluss für die Vergaservorwärmung, wo ich im Video Nummer 1 oder 2 gesagt habe, dass das direkt am Kopf angeschlossen ist. Das ist genau dieser Anschluss hier. Dann mache ich hier noch die Ansaugtrichter ab. Ja. Verlängerung benutzen. Das geht alles gut. Hier ist ein kleiner Kabelhalter dran. Also was Schrauben bzw. das Nicht-Abreißen von Schrauben angeht, ist dieser Motor bisher sehr großzügig mit mir. Hier ist ein O-Ring und das heißt, die ganzen anderen O-Ringe sind noch am Objekt verblieben. Genau, das wahnsinns fette Beute. Und jetzt würde ich mir wünschen, dass die Kopfschrauben nicht gar so furchtbar fest sind. Das sind 10 Imbusschrauben. Naja, schauen wir mal. Also diese Imbusschrauben sind 10 Stück, 10 in einer Reihe. Das heißt na, natürlich jeweils 5 plus 5. Man benötigt HX8 in etwas länger, weil man sonst die Lagergasse beschädigt. Und dann hofft man einfach, dass sie nicht ganz so fest zu sind. Man beginnt also außen. Von außen nach innen. Oh ja. Motor umarmen und... Ah, cool. Ja, es kommt. Sehr schön. Mit dieser Arbeitshaltung tut sich was. Das ist gut. Na komm. Hier liegt noch irgendwas rum. Was ist das denn, was hier liegt? Huch, was liegt denn hier? Moment, Freunde, hier liegt was. Hier liegt was verkeilt hinterm Anlasser. Eine Hülse. Aha, komisch. Gerade zufällig gesehen, egal. So. Puh.
So, jetzt rein. So, rein. Den Zettel. Okay. So. Aber noch nicht mehr. So. Ich habe den Lager. Da sind Scheiben drunter. Und jetzt tickt hier irgendwas. Okay. Das tickt. Das tickt, als würde es mir gleich entgegenspringen. Was passiert da jetzt? Warum tickt das? Ich denke, das ist nur die Entspannung des Kopfes, das Ausdehnen der Zylinderkopfdichtung. Gut, dann schauen wir mal. Scheibe. Die Scheibe, die hier drunter ist. Ich mache die mal wieder drauf. So. Relativ sicher, dass sie alle gleich lang sind. Diese hübschen Schräubchen. Das ist die Beute. Das war übrigens die Hülse, die ich hinterm Anlasser klemmend gefunden habe, ziemlich festklemmend. So fest, dass ich irgendwie gedacht habe, das war nicht ich, der die hat fallen lassen, aber ich will es nicht ganz ausschließen. So, jetzt schauen wir, ob der Kopf schon kooperativ ist. Ich glaube es ja fast nicht. Doch. Doch, 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 doch. Ich muss nur gucken, dass ich ihn symmetrisch hochkriege. Wegen der möglichen Passstifte. Das heißt nicht möglich, wegen der mit Sicherheit vorhandenen Passstifte. Da hängt noch die Steuerschiene. Okay. Kommt die da raus? Die kommt da raus, ja. Die Steuerschiene. Jetzt aber. So, das war's schon. Sieht gut aus. Nichts kaputt. Ja, das ist die Steuerkettenschiene, die passive, wo nicht der Spanner drückt. Der drückt auf die hier und die ist jetzt unten fest. Die hat ein Gelenk, das ist nur reingesteckt. Und die sieht noch ziemlich perfekt aus, würde ich sagen. Keine Beschädigung, keinerlei. Das hier ist ein Ölrohr an dieser Stelle. Das lässt sich bestimmt rausziehen, zumindest macht es so den Eindruck. Es wackelt wie ein Kuhschwanz. Genau. Hat nur in einem Ohrring gesessen. Ist symmetrisch, wie es aussieht. Von unten sah das so aus, von oben sieht das so aus. Ist einfach nur ein gedrehtes Rohr, was das Öl transportiert für die Nockenwellen. Das hat keine Richtung, ist schon mal schön zu wissen. Ja, und jetzt haben wir hier die Zylinderkopfdichtung liegen. Und die soll jetzt kaputt sein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man was sieht. So, hier haben wir die Kolben, die Zylinder. Und das sieht komisch aus.
aber sehr. Das muss ich euch gleich zeigen. Das sieht sehr komisch aus. Hier auch und hier überall. Damit kann ich jetzt gerade nichts anfangen. Okay. Bevor ich euch dieses komische Phänomen zeige, was ich eben gesehen habe, drehe ich den Kopf mal rum und wir gucken uns das von unten an. Das sieht eigentlich erstmal ziemlich gut aus. Die Ventile sitzen schön tief drin. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass sie auf einem riesigen Berg Ölkohle aufsitzen, sodass also das mit der Kompression, mit den Ventilen möglicherweise vielleicht nicht unbedingt was zu tun hat. Das sieht zumindest schon sehr gut aus. Ich habe da schon Ventile gesehen, bei denen man den Eindruck hat, dass die wirklich vorkommen, speziell die Auslassventile, dass die wirklich nicht richtig in ihren Sitz kommen können, weil so viel Ölkohle ist. Aber diese Brennräume sind richtig, richtig gut, also was das hier angeht. Aber das, was ich am Zylinder gesehen habe, eben, das muss ich euch jetzt gerade mal zeigen, weil das beunruhigt mich ein bisschen mehr. Ich lasse den mal gerade hier so liegen. Und zwar geht es um diese Stellen. Diese Stellen hier an dieser Stelle, an dieser und hier auch. Hier ist sehr viel Kohleaufbrand, was mich zum einen wundert. Und für mich sieht das so aus, als würde hier möglicherweise genau an diesen Stellen, hier ist es auch bei den anderen Zylindern, die man jetzt gerade nicht im Bild sieht, ist es auch. Ah, das sind die Ventiltaschen. Das sind nur die Ventiltaschen, okay. Dieser Dreck kommt dadurch zustande, dass die Ventiltaschen an dieser Stelle sind. Aber es sieht komischerweise ein bisschen so aus, als wäre der Zylinder nicht ganz rund mehr an dieser Stelle. Aber das kann eigentlich fast nicht sein. Dichtung ab hier. Okay. Könnte doch nichts Schlimmes sein, weil genau an dieser Stelle die Ventiltaschen sitzen. Man kann das ganz schön an diesem Kolben sehen, dass nämlich hier, wo die Ventiltaschen sind, ein extremer Aufbrand hier auf den Zylinder, auf die Zylinderwand gekommen ist. Und ich habe schon gedacht, da wäre irgendwas abgefackelt oder abgetragen, aber ich glaube jetzt eher doch nicht. Okay, ich schaue noch mal genauer nach. So, ich schaue mal gerade diese Stellen, ob sich das vernünftig beseitigen lässt. Also ich kann mir nicht helfen. Ich hab das eben schon gesehen. Für mich sieht das so aus, als würde ein Teil vom Zylinder fehlen. Das kann doch nicht normal sein. Ich meine, ich kenne diese Supersportler-Motoren ja nicht wirklich gut. Aber das... Ich lasse das mal so und mache mir das andere. Also da brauche ich mal die Expertise des klugen Publikums gleich. Also ich habe mir den Zylinderkopf genau angeschaut, ich habe mir die Dichtung genau angeschaut, ob ich irgendeinen Übertrittpunkt finde zwischen dem Kühlmittelsystem und dem Ölsystem oder dem Brennraum, das, was jetzt im Prinzip als erstes zu erwarten gewesen wäre. Das, was ich jetzt mache, habe ich eigentlich mit jedem CBF1000 Motor auch gemacht, da oben den Trauerrand mit einem bisschen geöltem Scotch-Brite abgeschliffen. Aber das, was hier zum Vorschein kommt, das habe ich noch nie gesehen, sowas. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Ordnung ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Weil an dieser Stelle kommt ja sowieso kein Kolbenring mehr hin. Das ist deshalb
entsteht ja dieser Trauerrand. Aber was jetzt hier passiert ist, ist, dass also jede Menge Material fehlt an dieser Stelle, wo die Ventiltaschen sitzen. Die Ventiltaschen in den Kolben, damit die sich nicht gegenseitig platt machen. Wenn der Kolben nach oben kommt und die Ventile noch nicht aus dem Weg sind, dann passiert es also, dass dann die Kolben in die Ventile in die Taschen am Kolben gehen. Und hier ist so eine Auskerbung, und von der bin ich jetzt nicht sicher, ob die absichtlich ist, aber ich vermute, die ist absichtlich, weil die ist überall. Und bloß weil ich es noch nicht gesehen habe, bedeutet es ja nicht, dass es das nicht gibt. Aber ich zeige euch das jetzt mal. Ja, hier kann man es also schön sehen. Hier oben im Trauerrand ist also eine Aussparung oder ein Materialabtrag, der allerdings absichtlich sein kann an dieser Stelle, wo die Ventiltaschen am Kolben liegen. Das ist also eine richtige Stufe, da fehlt ein Stückchen Material an dieser Stelle. Genau hier. Das kann allerdings auch Absicht sein, dass man hier den Zylinder ausgearbeitet hat, damit die sehr, sehr großen Ventilteller, aber hier ist ja eigentlich die Auslassseite, deshalb wundert es mich, dass das hier passiert, dass hier die Ventilteller an dieser Stelle nicht gegen den Zylinder donnern. Also das könnte Absicht sein, ich weiß es nicht. Vielleicht kann jemand von euch was dazu sagen. Gut, also das ist das Einzige, was mir jetzt erstmal aufgefallen ist. Auf der Einlassseite, wo die Ventile eigentlich viel größer sind, ist das nämlich überhaupt nicht der Fall. Und wenn ich sowas erwarte, dann erwarte ich das eigentlich eher auf der Einlassseite als auf der Auslassseite, weil auf der Auslassseite sind die Ventile ja etwas kleiner. Aber wie gesagt, vermute ich, dass das Absicht ist. Erstens, weil es überall völlig gleichermaßen ist. Und wenn man hier am Zylinderkopf schaut, sieht man also hier auch an dieser Stelle oder an dieser Stelle, sieht man im Prinzip so etwas Ähnliches. Hier ist also auch eine kleine Wölbung nach außen und hier auch und hier auf der anderen, hier neben auch, wo ich gerade bin. Das ist jetzt nicht mehr im Bild. Deshalb denke ich, dass das normal und Absicht ist. Ja, okay. Ich lasse es dahingestellt, aber ich glaube schon, dass es Absicht ist. Ich hatte gerade schon mal ein Haarlineal auf den Kopf und auf den Zylinder gelegt, um mal zu gucken, ob ich schon irgendwas sehe, dass irgendwas krumm ist. Habe ich nicht, also nicht gesehen. Es ist auch schwierig, weil das ist ja doch alles total dreckig. Das ist ganz klar, da sind irgendwelche Krümmel, da kann man mit dem Haarlineal sowieso nicht viel machen. In diesem ungereinigten Zustand, aber in diesem ungereinigten Zustand sah es eigentlich schon ganz gut aus, dass es gerade zu sein scheint. Aber ich musste es jetzt erstmal sauber machen und dann wird sich das natürlich erst endgültig rausstellen. Die Zylinderkopfdichtung scheint auch nicht irgendwo abgeblasen zu haben, zumindest nicht so offensichtlich für den Blick eines Hobbyschraubers. Hier ist ein bisschen das Material mehr weg als hier, aber das ist überall so. Ich habe jetzt da eigentlich keine großen Sorgen diesbezüglich. Man will natürlich einen Fehler finden, das ist ganz klar, aber im Moment habe ich ihn halt noch nicht. Okay. Ja, und was das für ein Sensor ist, ist eigentlich klar. Hier steckt das Thermostat, hier geht es nach rechts und links in den Kühlmittelkanal, den wir hier sehen. Man kann da auch hier reinleuchten, dann leuchtet es auch hier raus. Das ging ja zum Vergaser und hier an dieser Stelle. Das ist ein Temperatursensor einfach, gehe ich mal ganz schwer davon aus. Oder ein Übertemperaturschalter oder was auch immer in irgendeiner Form. Aber auf jeden Fall kein Nockenwellensensor, weil die Nockenwelle ist einen halben Meter weiter oben und von der Perspektive aus gesehen unten. Ja, Freunde, es ist der Motor in diesem Video doch noch umgefallen. Das sah ein bisschen martialisch aus. Ich habe diesen Teil schon geschnitten, aber das war schon Absicht so, dass der umkippt und die Jackstands wegkickt. Das war also schon gewissermaßen geplant. Ja. Fehler nicht gefunden, Kopf ist ab, aber momentan weiß ich noch nicht, was das Ding wirklich hatte. Das mit der Kompression ist auch noch ein Rätsel,
aber ich werde nochmal die Dichtigkeit der Ventile prüfen mit Unterdruck, so wie ich das bei den anderen Motoren auch gemacht habe. Vielleicht lässt sich ja da was sehen. Vielleicht hätte ich doch einen Druckverlusttest machen sollen, um zu gucken, wo es rausbläst, aber auf diese Art und Weise kann ich es ja auch noch feststellen. Ja, das Video ist erstmal zu Ende. Bis demnächst bei Sams Channel.